Moin zusammen. In dieser Folge melden wir uns aus dem Trainingslager in Herzlake, wo die Mannschaft ja bis zum Ende der Saison wohnen wird. Bevor wir jetzt aber zu den Trainingsbildern von hier vor Ort kommen, wollen wir noch einmal zurückschauen auf das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel, auch wenn das Resultat am Ende ja nicht ganz so erfreulich für uns war. Ich kann meiner Mannschaft ehrlich gesagt für die erste Halbzeit überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Ich denke, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten haben wir wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Reihenweise präsent gewesen in der Box von Kiel, viel Kontrolle gehabt, auch im Moment des Ballverlustes. Haben es leider nicht geschafft, uns entweder Torchancen wirklich klare zu erspielen oder eben dann zu verwerten. Und ja, mit dem ersten guten Angriff, den die Kieler dann auch wirklich richtig gut ausspielen, kommen wir ins Hintertreffen. Und ich glaube, dass wir uns da eigentlich ganz gut berappelt haben und war auch wirklich noch frohen Mutes, dass wir zur Halbzeit vielleicht das Ding noch drehen können. Und das 3:0, muss man ganz klar sagen, hat uns komplett den Stecker gezogen. Da haben die Kieler uns auch vorgemacht, wie man effektiv Fußball spielt. Und hinten raus ist es dann verdienter Sieg gewesen. Zweite Halbzeit haben wir kaum noch Mittel gefunden, die Kieler auszuspielen. Und ich glaube, ganz am Ende haben wir nochmal irgendwie so zwei halbe Chancen. Aber hatte man nicht das Gefühl, dass wir nochmal zurückkommen können ins Spiel. Von daher Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg für den Rest der Saison. Doch die Partie in Kiel ist nun abgehakt und der Blick geht weiter nach vorne. Nach einem trainingsfreien Wochenende und einem Training am Montag an der Kollaustraße ging es dann am Dienstag für die Kiezkicker nach Herzlake. Und da schauen wir jetzt mal auf die Impressionen der ersten Tage hier vor Ort. Nach einer etwa dreistündigen Fahrt kam unsere Mannschaft am Dienstagmittag in Herzlake an. Nach einem kurzen Mittagessen und dem Beziehen der Zimmer ging es dann auch direkt zur ersten Einheit auf den Trainingsplatz. Am Mittwoch starteten die Boys in Brown dann direkt am Vormittag in die erste Einheit, denn es war für den Tag eine Doppelschicht angesetzt. Tore Reginiussen arbeitete genauso wie Kofi Tchiré zu Beginn erstmal individuell. Auf dem Trainingsplan standen dann verschiedene Spielformen, bei denen unterschiedliche Spielabläufe geübt wurden. Dabei ging es teilweise lautstark und intensiv zur Sache. Nach diesem intensiven Tag mit zwei Einheiten war für den Donnerstag ein trainingsfreier Tag angesetzt. Anschließend ging es am Freitag nach dem Frühstück mit einer kleinen Krafteinheit weiter, bevor es dann auf den Rasen ging. Dort stand für die Tage Freitag und Samstag der Feinschliff vor dem Spiel gegen Hannover 96 auf dem Programm, sodass die Kiezkicker dort optimal vorbereitet sind. Ja, die Laune hier in Herzlake ist also bestens. Es wird konzentriert gearbeitet und gut trainiert. Wie ihr schon seht, habe ich ein neues Trikot an. Kein Fußball den Faschisten, dieser wichtige Slogan steht auf einem Sondertrikot, was die Mannschaft am Sonntag gegen Hannover 96 tragen wird. Kongstar macht erneut die Werbefläche auf der Trikotbrust frei. Zum letzten Heimspiel der Saison stellt der FC St. Pauli sein neues Auswärtstrikot vor und wird statt des Logos von Hauptsponsor Kongstar im Spiel gegen Hannover 96 mit dem von der Fanszene geprägten Slogan »Kein Fußball den Faschisten« auflaufen. Das DIY-Sondertrikot ist limitiert und ab sofort für 69,95 € im Fanshop erhältlich. Über den Verkauf wird auch eine Gedenkstättenfahrt finanziert und so die wichtige Arbeit des Fanladens unterstützt.
Ja, das Outfit für das Spiel gegen Hannover 96 steht also schon einmal. Doch jetzt wollen wir noch mal wissen, wer kommt da eigentlich? Was für ein Gegner erwartet unsere Mannschaft im vorletzten Spiel der Saison, im letzten Heimspiel, wenn es am Sonntag heißt, Hannover 96 ist zu Gast am Millerntor. Nach 32 Spieltagen belegt Hannover 96 den 13. Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak zählte vor der Saison noch zu den Aufstiegsfavoriten und hoffte auf eine Rückkehr ins Oberhaus. Für die Roten ist die laufende Spielzeit die zweite Runde in Folge in Liga 2. Mindestens eine dritte wird nun noch folgen. Das liegt nicht zuletzt auch an einer mauen Rückrunde. Von den letzten 12 Spielen konnten die Niedersachsen nur eine Partie für sich entscheiden. Am 21. April besiegten die 96er den SSV Jahn Regensburg, also unseren Gegner am letzten Spieltag, mit 3:1 durch die Tore von Genki Haraguchi, Henrik Weidand und Marvin Doksch. Das Prunkstück der Hannoveraner ist nicht zuletzt wegen der gerade angesprochenen Protagonisten ihre Offensive. Neben dem quirligen Haraguchi ist Ex-St. Paulianer Marvin Doksch der Schlüsselspieler der Kocak-Elf. Er erzielte 14 Tore und lieferte seinen Teamkollegen 7 Vorlagen. Wie es in der kommenden Saison bei Hannover 96 weitergeht, ist bis dahin in Teilen bekannt. Trainer Kocak wird 2021/22 nicht mehr der Coach an der Leine sein. Mit Jan Zimmermann, der zuletzt in der Regionalliga Nord den TSV Havelse nahe Hannover trainierte, steht sein Nachfolger bereits fest. Ja, wir hoffen also, dass sich die gute Vorbereitung hier aus Herzlake dann auszahlt am Sonntag und wir dort noch einmal 3 Punkte im letzten Heimspiel mitnehmen können. Die weiteren Themen aus den letzten Tagen haben wir jetzt nochmal im Wochenüberblick für euch zusammengestellt. Schnecke und Knolli sind zurück mit 20359. Die zweite der drei neuen Auktionen läuft gerade. Die beiden haben wieder tolle Raritäten vom Matchworn-Trikot bis zum Fußballschuh für den guten Zweck klargemacht. Noch bis Sonntag, den 16. Mai um 19.10 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, auf die Artikel eurer Wahl zu bieten. Die Einnahmen fließen wieder in den Kiezhelden-Spendentopf und werden dort vom Spendenbeirat an Initiativen und Einrichtungen rund um den Verein und Viertel vergeben. Den Link zur Auktion gibt's in der Beschreibung. Unser E-Footballer Musti wurde vom DFB für die deutsche E-Nationalmannschaft nominiert. Der 20-Jährige machte schon in seiner ersten Saison bei Braun und Weiß mit starken Leistungen sogar auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam. Im August hat Musti beim FIFA E-Nations Cup nun die Chance auf sein Debüt für das DFB-Team. Bei uns haben auch Klamotten eine zweite Chance verdient. Bridge and Tunnel, ein Social Fashion Label, das mit gesellschaftlich benachteiligten Menschen sowie Geflüchteten neue Dinge fertigt, hat mit dem FC St. Pauli aus fehlproduzierten Kapuzenjacken, Hipbags, Shopper und Federmappen produziert. Die dazugehörige Upcycling-Kollektion findet ihr ab sofort in unserem Online-Shop. Damit sind wir für diese Woche schon wieder am Ende der Folge angekommen. Nächste Woche melden wir uns dann noch einmal von hier aus Herzlake aus dem Trainingslager. Bis dahin, ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Forza St. Pauli.